Und wir machen weiter mit Patrick Berger. Ja, Marco, auch Glückwunsch von meiner Seite. Marco, es gab heute Pfiffe zwischendurch von den Zuschauern. Kannst du das nachvollziehen? Was hast du dem zu entgegnen? Und Frage zu Jude Bellingham. Dein Trainerkollege hat sich gerade eben ein bisschen aufgeregt, dass es in der Situation keine gelb-rote Karte gegeben hat. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Vielen Dank. Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal natürlich am Fernsehen gesehen und ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich Fürth Trainer wäre, würde ich mich auch aufregen. Ich denke, dass es aber auch okay war. Ich fand jetzt, dass es nicht so eine offene Sohle war, aber was reden wir jetzt? Also ich glaube, dass man da eine gelb-rote Karte geben kann. Wir haben das Glück gehabt, dass er keine gegeben hat. Und damit ist das Thema auch durch. Also ich bin da bei Jude dann natürlich am Ende. Wir haben reagiert, weil klar war, dass er wahrscheinlich beim nächsten Foul dann auch direkt dran ist. Die gelbe Karte, die erste, die er bekommen hat, die muss man natürlich nicht kriegen. Das ist auch klar. Zu den Unzufriedenheitsäußerungen der Zuschauer, ja, ich meine, es war jetzt kein gutes Spiel von uns. Und die Erwartungshaltung an uns selber und natürlich auch von den Zuschauern, die ist groß und dementsprechend erwartet. Und das habe ich aber vor dem Spiel auch gesagt, dass da ein Gegner kommt, der uns alles abverlangen wird, der Bundesliga spielt, der sich zu Recht dafür qualifiziert hat. Und wir hatten heute einfach keinen guten Tag. Nochmal, wir waren zu fahrig und dann werden die Leute irgendwann unruhig bei 1-0. Wir haben auch nicht mehr den Druck auf den Ball bekommen. Ja, und dann kann ich das natürlich ein Stück weit nachvollziehen, wo ich auch sagen muss, die Jungs machen das nicht mit Absicht. Also die Jungs haben trotzdem probiert, sind halt einfach auch körperlich dann am Limit gewesen. Und dementsprechend ist klar, dass wir besser Fußball spielen wollen, damit wir natürlich auch die Fans, die ins Stadion kommen, zufrieden machen. Aber ich hoffe, dass